Moin moin und hallo! Heute zeige ich euch, wie man Eier checkt. Wir haben zwei Eier. Eins ist gekocht und das zweite ist noch roh. Wie kriegen wir das raus? So, ein gekochtes Ei hat ja eine Flüssigkeit in sich, in Form vom Ei, klar. Und in der Mitte der Flüssigkeit haben wir ja das Eigelb. Da wird ja später dann das Hühnchen raus. Und das Ei klar ist ja so der Power-Riegel für das Hühnchen später. Wenn man das Ei kocht, dann stockt das Eiweiß und sozusagen es wird hart. Deshalb ist es ja auch ein hart gekochtes Ei. So, was sagt uns das, wenn wir herausfinden wollen, welches Ei gekocht ist und welches nicht gekocht ist? So, am Gewicht merken wir es nicht. Wir führen ja durch das Kochen keine Masse hinzu. Aber wir haben jetzt ein Ei, welches hart drin ist, und eins, welches flüssig drin ist. Und die Flüssigkeit zu dem Feststoff bewegen sich ja anders. Das heißt, eine Flüssigkeit ist dann in einem trägen Zustand und wird sich nicht so schnell beschleunigen lassen wie eine feste Form, die dann das gekochte Ei ist. Deshalb legt ihr einfach die Eier vor euch und dreht sie. So, wir machen das mit dem rechten zuerst. Ihr seht, es dreht sich in dieser Geschwindigkeit. Jetzt das andere in einer viel schnelleren. Ich habe beide gleich doll angeschoben. Was sagt uns das? Das linke Ei dreht sich schneller. Das ist gekocht. Das langsam drehende Ei ist so träge, dass es nicht gekocht ist. Das heißt also, wir können immer rausfinden, welches Ei gekocht ist und welches nicht. Das hier ist gekocht und das nicht. So, die zweite Version ist, wenn ihr eine Taschenlampe zur Hand habt, macht sie an und dann leuchtet in das Ei. Was sehen wir dort? Wir sehen, dass das Ei durchleuchtet wird und fast aussieht wie eine Lampe. Wir sehen auch dort den Eidotter in der Mitte. Seht ihr dieses? Und ihr könnt direkt sehen, ob da ein Embryo drin ist. Wenn jetzt ein Embryo drin wäre, würdet ihr die Konturen sehen. So, das machen wir jetzt auch mit dem gekochten Ei. Und wir sehen nichts. Wir sehen, dass ein Feststoff drin ist. Ergo ist es überall ausgehärtet. Und zum Vergleich nochmal, das nicht gekochte Ei. So einfach ist das. Also, es gibt zwei Versionen. Die eine mit dem Anwerfen und die andere mit dem Durchleuchten. Beim Durchleuchten könnt ihr wirklich dann auch sehen, wenn ihr zum Beispiel befruchtete Eier habt, dass da Embryonen schon drin sind. In unserem Fall sind es keine befruchteten, also haben wir auch nur einen Eidotter und Eiklar. So, cool, oder Leute? Aber am einfachsten ist es wirklich, wenn ihr sie andreht, das ist der erste Indikator. So, vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.